Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Wie es der Titel schon gesagt hat, wollen wir heute den 34er TÜV fertig machen. Das heißt, wir werden also ganz, ganz viele Kleinigkeiten noch instand setzen, die bisher noch nicht in Ordnung sind, die wir aber für den TÜV zwingend brauchen. Und darum geht es in diesem Video. So, wir machen uns jetzt als allererstes erstmal hier hinten am Motor, denn wir müssen hier hinten noch die Luftleitbleche einbauen. Wir müssen die Heizungsrohre einbauen, denn in Deutschland braucht man eine Heizung, um TÜV zu kriegen. Das klingt komisch, ist aber so. Das heißt, wir müssen also hier die Heizungsrohre anschließen. Und wo wir jetzt sowieso hier hinten bei den Luftleitblechen, bei den Wärmetauschern und bei den Heizungsrohren sind, können wir auch gleich die Stößelschutzrohre neu machen. Das hatte ich in dem einen Video schon gesagt, dass die wirklich übel aussehen. Die sind zwar noch trocken, aber wenn wir da jetzt sowieso einmal dran sind, können wir die auch gleich mitmachen, bevor wir die Luftleitbleche oben drüber bauen. Dann kommen wir nämlich nicht mehr dran. Deswegen machen wir das jetzt gleich mit. Und wie wir das machen, das erzählt euch der Hoffi jetzt. Sehr gut war es, dass der Motor vorher ausgebaut war und jetzt eingebaut ist. Da macht man das dann am allerbesten. Da geht das am allerschönsten, wenn der eingebaut ist. Nee, es geht, aber ausgebaut wäre es schöner. So, und zwar Ventildeckel runter, Kipphebewelle raus, Stößel rausziehen, die Rohre rausbrechen, also mit dem Schraubenzieher rausbiegen. Und das sind die neuen. Von JC sogar, die guten. Das setzt sich folgendermaßen zusammen. Das sind teleskopische. Also kann man die bei aufgebauten Köpfen wechseln. Weil die anderen, die starren, da muss man den Kopf hier runter machen. Die drückt man zusammen, macht es dazwischen, lässt es auseinandergehen. Hier innen sitzen zwei O-Ringe. Das sind die hier. Die kommen da drauf. Schön mit Öl einstreichen, die Feder dazwischen. Hier kommt so ein Ring drauf und dann der hier drauf. Und auf der Seite genau dasselbe. Dann drückt man sie, wie gesagt, zusammen, lässt sie auseinander, macht die Stößelstangen wieder rein, die Kipphebewellen wieder drauf. Fertig. So, als erstes Kipphebelwelle runter. Das sind nur die zwei Schrauben. Zwei Unterlegscheiben. So, um zum TÜV zu gehen. Wenn man die Stößel rausnimmt, ist wichtig, dass man sich merkt, wie rum die drinnen waren, damit jeder Stößel dann auch wieder auf die Position kommt, wo er vorher gewesen ist. So, und dann kann man die Rohre schon mit roher Gewalt rausnehmen. So einfach geht das. Fertig, können die neuen schon wieder rein. 3 Stunden die Kamera ausgerichtet. So, also Florian hat mir jetzt alles schön eingeölt. Also auch hier derjenige, der für Schmierstoffe zuständig ist. Richtig. Seht das also hier? Die Ringe sind eingeölt. Jetzt schieben wir das vorsichtig hier drauf, so dass sich nichts verkeilt und die aus der Nut nicht wieder rausrutschen. So. Natürlich nachher auch renoviert werden. Das ist alles mal Horrormarkt, Gott sei Dank, das sind. Und jetzt kommt, Florian hat eben extra nochmal geguckt, die schmale Seite zum Motor. Ist ein bisschen fummelig. Geht gut. Geht unheimlich. Einmal ging es gut, jetzt beim letzten, wo die Kamera an ist, jetzt überhaupt nicht über die Zange. So, jetzt schieben wir das da rüber. Baby,
So. Fünfmal gewirkt. Super, warte, oder? Ist damit fertig. So, hier hinten sitzt es wirklich mal drin. So. Drehen wir das Ganze nochmal so ein bisschen, damit es reinrutscht. Beide Dichtflächen oder alle Dichtflächen muss man natürlich schön mit Öl einschmieren. Das hat der Florian jetzt eben schon gemacht. Und wenn es dann nicht hundertprozentig sitzt, dann kann man die auch nochmal hier ein bisschen reinschieben, hin und her bewegen. Dass die Dichtung verrutscht. Dichtung wunderbar sitzen. Sitzt jetzt einwandfrei. So, ich mach die Aufnahme. Mach die Aufnahme. Normalerweise für Schmierstoffe zuständig, aber jetzt kann ich hier einfach gucken, Gott. Gut aus, einfach frei. Hier ist das nächste. So, auf der anderen Seite das gleiche. Auf eine Sekunde dauert, dass das so falsch rum ist. Ich weiß schon. Weil die einen machen sich so und die anderen so. Und keiner gibt zu, was falsch ist. So, die neuen Stößelrohre sind alle drin. Sie sitzen alle schön. Die Dichtungen sitzen alle schön. Jetzt können wir die Stößelstangen alle wieder reinmachen, Kipphebelwelle wieder drauf und dann lassen wir das Auto erstmal laufen, bevor wir die Luftleitbleche dran machen, damit wir dann auch wissen, ob es auch tatsächlich dicht ist. Alles dicht. So, ich stehe jetzt hier unter am Auspuff und wir haben hier am Röhrchen für die Vorwärmung noch ein kleines Loch entdeckt. Da werde ich jetzt noch einen Schweißpunkt drauf machen. Das wird natürlich äußerst filigran. Die Wunschvorstellung ist natürlich wieder die, zwei Pünktchen drauf, fertig. Die Realität wird wahrscheinlich so sein, dass das alles schön wegbrutzelt und ich da ganz, ganz langsam und vorsichtig vorgehen muss, bis das zu ist. Aber für den TÜV muss das dicht sein, weil wenn das da rausbläst, werde ich keinen TÜV kriegen. Deswegen mache ich das jetzt an der Stelle noch zu. Habe jetzt hier die Schelle, die Auspuffschelle schon mal demontiert, damit ich ein bisschen besser rankomme. Jetzt werde ich das Ganze blank machen und dann werde ich versuchen, das zuzuschweißen. Schauen wir mal, wie es klappt. Das ging aber überrascht gut. Ja. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt,
muss ich jetzt doch nochmal den Auspuff ausbauen, weil hier oben, ich weiß nicht, ob ihr das seht, auch noch ein Loch ist. Und da wäre ich unmöglich dran gekommen. Tja, aber so ist das manchmal. Man macht auch manchmal Sachen doppelt oder dreifach. Also habe ich den jetzt ausgebaut, mache hier oben auch noch einen Speisepunkt drauf und dann baue ich alles wieder ein. So ein Fusch. Ja, schöne Fuscherei. Warum mache ich das so? Ich habe immer noch die Unsicherheit, dass ich ja nicht weiß, wie lange dieser Motor hält. Der hat 40 Jahre lang gestanden, da muss man realistisch sein. Und ich denke, dass es durchaus passieren kann, dass der Motor relativ schnell kaputt geht. Damit muss ich dann halt einfach leben. Und warum habe ich die nicht gleich mitgemacht, wird jetzt der eine oder andere fragen. Es ist ein 1500er mit 45 PS. Damit sieht man keinen Hering vom Teller. Deswegen, wenn ich was an dem Motor machen würde, dann würde ich den gleich größer machen, würde dann auch gleich einen Motor nehmen mit Doppelkanälen und würde dann natürlich auch gleich eine große Auspuffanlage mit dabei machen. Deswegen wird das Ganze jetzt hier erstmal nur geflickschustert und dann werden wir sehen, wie lange der Motor eben hält. Solange wie er hält, hält er, und wenn er kaputt geht, dann geht er eben kaputt. Das ist eben so. Damit habe ich mich schon jetzt, bevor ich überhaupt das Auto zugelassen habe, arrangiert. So, am Auspuff ist jetzt alles wieder dran. Die Luftleitbleche habe ich jetzt auch gleich dran gemacht. Das bot sich natürlich an. Ich hoffe, dass da jetzt alles soweit dicht ist und dass da nicht noch mehr Risse und kleine Löcher kommen, aber wir werden es erstmal sehen. So, dann haben wir ja noch ein Elektrikproblem. Wir haben ja das Auto nicht gestartet bekommen und haben ja immer gedacht, die Batterien sind zu schwach. Ja, irgendwann haben wir dann einfach auch mal ein anderes Massekabel gelegt, beziehungsweise die Masse quasi gebrückt. Und haben dann festgestellt, das Auto sprang sofort an. Das heißt, wir hatten also nicht zu wenig Strom, sondern wir hatten einfach zu wenig Masse. Die Elektriker können sich das bestimmt besser erklären, wie ich das kann. Jedenfalls werde ich jetzt das Masseband austauschen. Da habe ich mir Neues besorgt. Werde jetzt hier an dem Anschluss auch nochmal das Gewinde nachschneiden, dass da keine Korrosion mehr drin ist. Das alles schön blank machen, so dass wir da eben auch eine perfekte Masseverbindung haben. Und dann hoffe ich, dass wir dann endlich dieses Stromproblem gelöst haben. So, das ist auch erledigt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das beim nächsten Start besser funktioniert. So, hinten am Motor ist jetzt alles soweit fertig. Ich hoffe, dass der Auspuff jetzt dicht ist, dass der nicht noch weitere Probleme macht und irgendwo nebenher bläst. Jetzt geht's hier vorne weiter. Was ihr zwischenzeitlich nicht gesehen habt, ist, dass der Florian jetzt nochmal die Radlager nachgezogen hat. Ihr seht auch hier, die Fettkappen sind jetzt drauf. Da muss noch ein Splint rein für den Tachoantrieb. Radlager sind eingestellt. Bremsen sind nochmal neu eingestellt, das sollte jetzt erstmal soweit passen. Und dann ist uns auch was aufgefallen, oder beziehungsweise im Florian ist es aufgefallen. Wir sind ja eigentlich davon ausgegangen, dass hier vorne an der Vorderachse die Spurstangenköpfe, Traggelenke und so weiter alles neu gemacht ist. Man sieht auch hier, dass die soweit neu sind, auch dieser hier drüben. Auch der hier drüben, das ist alles Taco, alles neu, alles wunderbar. Aber dieser eine hier, der Spurstangenkopf, der macht Probleme und ich zeige euch das mal, wenn ich mal am Rad wackel. Dann sieht man, dass der unheimlich Spiel hat. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, ob die hier nochmal drüber
geschrubbt haben. Also er sieht ja im Prinzip super neu aus, aber er hat unheimlich Spiel. Vielleicht passt er auch nicht, vielleicht gehört er auch da gar nicht rein, das wissen wir nicht. Ich habe jetzt einen neuen besorgt. Das war wieder mal gar nicht mal so einfach. Ich zeige euch nämlich nochmal was. Wenn man sich den Spurstangenkopf hier mal anschaut, dann sieht man, dass hier das Gewinde gekröpft ist. Und es gibt verschiedene gekröpfte Gewinde. Nämlich einmal gibt es gekröpfte Gewinde, die nach unten gekröpft sind. Es gibt gekröpfte Gewinde, die nach oben gekröpft sind. Und es gibt welche, die gerade sind. Und ausgerechnet den es sehr, sehr selten gibt, der ist hier verbaut. Nämlich der, der quasi nach unten gekröpft ist. Das war gar nicht so einfach, einen zu bekommen. Aber ich habe jetzt einen gekriegt und den tauschen wir jetzt aus. So, hier ist der Übeltäter, das ist der neue. Ich zeige euch mal was hier, wie leicht sich der bewegen lässt. Man merkt auch, wenn man den bewegt, wie der innen drin knirscht. Und der hier, das ist der neue, der ist also echt fest und lässt sich wirklich nur mit Kraft bewegen. Und den baue ich jetzt wieder ein. So, meine lieben Freunde, es ist Samstagmorgen, es ist bitterkalt, es sind Minusgrade. Ich glaube, hier drin ist es nicht viel anders. Ich habe mich mal wieder mit der Elektrik beschäftigt, eins meiner Lieblingsthemen. Und ihr hattet ja mitbekommen, dass wir die ganze Zeit erhebliche Masseprobleme haben. So wie bei ganz, ganz vielen 6-Volt-Autos haben wir einfach keine ordentliche Masse auf dem Motor bzw. auf den Anlasser bekommen. Und dann habe ich alles Mögliche ausprobiert. Ich habe die Massebänder komplett ausgetauscht, ich habe natürlich alles schön blank geschliffen, ich habe zusätzliche Massebänder verbaut und so weiter und so weiter. Und das hat alles nichts gebracht. Wenn wir das Auto starten wollten, mussten wir jedes Mal Masse überbrücken. Das heißt, wir haben hier ein Überbrückungskabel von der Batterie außenrum bis an den Anlasser gelegt. Und dann hat der Anlasser schön gedreht und das Auto ist gestartet. Ja, also habe ich mir gedacht, das können wir doch auch direkt machen. Und habe jetzt nochmal ein zusätzliches Massekabel direkt vom Minuspol der Batterie an die Verschraubung vom Anlasser gelegt. Wir haben Minusgrade, wir haben hier ein 6-Volt-Auto. Ich habe das noch nicht gestartet. Es ist wirklich kalt. Erster Startversuch, ohne irgendwas gestellt zu haben. Das hat jetzt richtig was gebracht. Ihr seht oder habt gehört, wie schnell der jetzt auch gedreht hat. Das ist also echt top. Von daher werde ich das jetzt so lassen. Bin ich echt glücklich. Ein riesengroßes Problem gelöst. Jetzt geht's an die vielen kleinen anderen Elektrikprobleme. So. So, das sind wieder ein paar Tage später. Ihr seht, wärmer ist es nicht geworden. Ich habe den gesamten letzten Samstag wirklich noch hier an dem Auto gesessen und Fehler gesucht und bin auch ein Stückchen weitergekommen. Ich zeige euch mal was. Auto startet. Auto kann abgestellt werden. Denn das war noch ein Riesenproblem. Das Auto ging die ganze Zeit nicht aus. Also ich hatte ja schon in einem von den vorherigen Videos gesagt, dass hier unten in der Plusverteilung ein totales Chaos drin war. Die ganze Zeit war Zündungsplus auf der Zündung. Das heißt, ich konnte das Auto hier gar nicht mit der Zündung ausstellen. Ich konnte zwar den Anlasser betätigen, aber die Zündung hatte durchgängig Strom. Nachdem ich den Fehler gefunden hatte, war das schon mal weg. Dann habe ich die ganzen Relais rausgeholt, unter anderem auch dieses IGR1 Relais. Das schaltet die Scheinwerfer von Abblendlicht auf Fernlicht und macht eben auch diese Lichthubenfunktion, die der 34 hat. Das habe ich aufgemacht und habe das mal manuell durchbewegt, weil sich das eben nicht schalten ließ. Dann habe ich hier die ganzen Kabel nochmal verfolgt und habe festgestellt, dass das gegen Masse geschaltet ist. Also auf dem Relais ist Strom drauf und der Schalter, der quasi den Impuls gibt hier von dem
von der Lichthupe oder von dem Fernlicht, der schaltet dann quasi Masse. Und da war keine Masse drauf. Und nachdem ich die Masse draufgelegt habe, hat es hier schon mal klick, klick gemacht. So. Und jetzt, nachdem ich das dann gemacht hatte, hatte ich plötzlich Licht. Licht. Klasse, oder? Und das Beste, Fernlicht. Funktioniert auch. Neblis. Funktionieren auch. So, jetzt mache ich mich an die Blinker und ans Warnblinklicht. Wir haben hier so einen schönen Nachrüst-Warnblinklichtschalter. Warnblinklichter waren, glaube ich, erst ab 1970 Pflicht. Die mussten dann nachgerüstet werden und deswegen sind bei vielen alten Autos eben solche Nachrüst-Warnblinklichtschalter verbaut. Hier ist das Relais hier hinten, kann man übrigens auch einfach rausnehmen, schon mit eingebaut. Ja, und jetzt ist die Frage, wo kriege ich jetzt meine Infos her über diesen Schalter, wie ich den anschließe. Tja, und ich habe mir gedacht, eigentlich kann das nicht so ganz schwer sein. Wir haben hier 6 Kabel dran. Rot plus das hier, das blaue, ist Masse. Das geht nämlich hier ans Gehäuse zum einen. Und zum anderen hat das hier hinten, wo kommt das raus? Egal. Ist da so ein Kabelschuh dran mit so einer Öse, die man verschrauben kann. Also sieht das sehr danach aus, als ob das eher an die Karosse geschraubt ist. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4 Kabel. Und die gehen dann wahrscheinlich jeweils an die 1, 2, 3, 4 Blinker. Wie teste ich das jetzt? Ich lege mir jetzt erstmal Plus auf Plus, Masse auf Masse. Dann schalte ich den an und dann gucke ich einfach mal, ob der blinkt oder nicht. Und ob dann jeweils auf diesen anderen 4 Kabeln ein Plus anlegt oder Masse anlegt. Und dann weiß ich, wie ich das anschließen kann. Da das hier ein separates Relais ist, brauche ich eigentlich gar nicht das Blinker-Relais mit diesem Schalter ansteuern. Das heißt, das läuft separat. Und ja, so gehe ich jetzt weiter vor. So, ihr lieben Leute, es ist wieder Samstag. Mittlerweile ist bereits Samstagnachmittag, keine Ahnung, wir müssten so irgendwas zwischen 3 und 4 haben. Und das heißt, ich habe heute schon wieder einen ganzen Vormittag mit der Elektrik verbracht. Das heißt, ich habe jetzt im Prinzip, ja, 2 Samstage plus 2 Abende während der Woche nur damit verbracht, Fehler zu finden, aber was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Das Warnblinklicht funktioniert. Die Zündung funktioniert. Ja, ich soll es vielleicht da dran stecken, dann funktioniert es vielleicht auch. Wo habe ich denn das Relais? Das da. Plus Masse. Die Blinker funktionieren. Das Fernlicht funktioniert. Das Abblendlicht funktioniert. Das Standlicht funktioniert. Die Neblis funktionieren. Die Hupe funktioniert. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht testen konnte, ist das Bremslicht. Ansonsten funktioniert jetzt alles. Und dieser Nachrüst Warnblinklichtschalter, der hat mich echt Nerven gekostet und generell diese ganze Blinkergeschichte. Das war also wirklich übel. Aus mittlerweile weiß ich es ja, 2, 3 Gründen. An diesen Nachrüst-Warnblinklichtschaltern ist es so, dass da das Relais mit verbaut ist. Und dann gab es damals immer auch passende Kabelbäume dazu. Diese Kabelbäume, die sind natürlich mit verschiedenen Farben auch versehen. Und sämtliche Schaltpläne, die ich dazu im Internet gefunden habe, haben immer dieselben Farben. Schwarz, Rot, Blau, Weiß, Gelb, Grün, glaube ich. So, ich habe dann lange gesucht, ob ich irgendwo im Internet genau von diesem VDO-Schalter einen Schaltplan finde. Weil normalerweise bei allen denen, die ich gefunden habe, ist hier ein gelber Aufkleber dran. Und da sind die entsprechenden Pins benannt. Das ist hier aber nicht gegeben. Irgendwann war ich so verzweifelt, dass ich das Ding einfach auseinandergezogen habe, weil ich gesehen habe, dass das hier ineinander gesteckt ist. Hätte ich vielleicht auch früher drauf kommen können. Und hier innen drinne sind dann die Pins benannt.
Und da habe ich festgestellt, dass der Vorbesitzer diesen Kabelbaum einfach wahllos da drauf gesteckt hat. Also die Farben haben überhaupt nicht mit dem Schaltplan übereingestimmt und deswegen konnte das nicht funktionieren. Das war der Fehler Nummer 1. Nachdem ich dann wusste, welcher Pin welche Nummer hat, war das eine Sache von 2 Minuten und es hat alles funktioniert. Zweites Problem war hier das Blinkerrelais. Es gibt 2 verschiedene 6 Volt Blinkerrelais. Einmal mit 2 Pins und einmal mit 3 Pins. In beiden Fällen holt sich das Relais die Masse über den Schraubanschluss. Und da ist einfach keine Masse hingekommen. Deswegen habe ich mir jetzt hier hinten an den Anschluss nochmal ein zusätzliches Kabel gemacht und lege das jetzt an Massepunkt. Ja, was soll ich sagen? Als ich das alles gemacht hatte, hat es funktioniert. Ja, soweit zu der Elektrik. Ich kann es gar nicht glauben, aber es funktioniert. Jetzt das alles, dieses Chaos hier unten, noch halbwegs sortieren und ordentlich einbauen. Ja, und dann ist die Elektrik fertig. So, ihr habt es gesehen, die Instrumente sind alle drin, die Kabel sind alle angeschlossen, die Schalter sind alle angeschlossen, es funktioniert alles technisch, ist jetzt alles soweit fertig. Jetzt noch die Türverkleidungen reinmachen, die Seitenverkleidungen reinmachen und dann kann es ab zum TÜV. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen, dass ich auch durchkomme und ich sage an der Stelle mal Tschüss, bis nächste Woche, macht's gut.